Zimmer für die CDU-CSU-Fraktion. Oh, Entschuldigung. Also, ich korrigiere, Beate Müller-Gemmecke für Bündnis 90 Die Grünen hat nun das Wort. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Die Zahlen und Fakten sind bekannt. Wir müssen nicht mehr beweisen, dass Frauen weniger verdienen als Männer. Und auch die Ursachenforschung liegt bereits hinter uns. Wir wissen, es geht hier um Entgeltdiskriminierung. Und es ist auch kein neues Phänomen. Seit Jahren diskutieren wir über die Ungerechtigkeit der mittelbaren und unmittelbaren Diskriminierung von Frauen am Arbeitsmarkt. Wir Grünen haben Lösungen und Konzepte entwickelt und auch einen Antrag eingebracht. Jetzt liegt der Gesetzentwurf der SPD vor, den wir sehr begrüßen. Und trotzdem müssen wir hier in den Debatten im Bundestag immer und immer wieder bei Adam und Eva beginnen. Diese Beharrlichkeit, das Thema auszusitzen, nervt einfach und wird diesem Thema auch wahrlich nicht gerecht. An die Regierungsfraktion gerichtet kann ich nur sagen, wenn Sie weiterhin meinen, dass der Verweis auf mehr Kinderbetreuung oder auf die Tarifautonomie, Frau Schön, oder wenn die Ministerin Schröder vorschlägt, Frauen sollten doch einfach mehr technische Berufe erlernen, damit sie mehr verdienen, dann kann ich nur sagen, Sie haben das Problem in seiner Reichweite einfach nicht verstanden. Es geht nicht allein darum, dass Arbeit gleich bezahlt wird, sondern auch darum, gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit durchzusetzen. Es geht um die Kriterien, nach denen Arbeit bewertet wird, geschlechtsneutral auszugestalten. Anders ausgedrückt, es geht um den gesellschaftlichen Wert von Arbeit von Frauen, also auch um Wertschätzung. Realität in Deutschland ist aber, die schlecht bezahlten Berufe sind noch immer Frauensache. So werden beispielsweise in den typischen Frauenberufen im sozialen Bereich die dort unentbehrlichen Fähigkeiten wie soziale Kompetenz, Kommunikationsfähigkeit, Einfühlungsvermögen, Teamgeist ganz selbstverständlich erwartet. Die Anforderungen sind hoch und die Frauen tragen viel Verantwortung für Menschen. Und doch wird ihre Arbeit nicht ausreichend wertgeschätzt. Das ist nicht fair und schon gar nicht gerecht. Aber die Entgeltdiskriminierung ist nicht allein ein Nischenproblem der klassischen Frauenberufe, sondern sie zieht sich quer durch alle Beschäftigungsfelder. Und wieder an die Adresse der Ministerin Schröder. Natürlich verdient eine studierte Bauingenieurin mehr als eine Altenpflegerin, aber, und hier liegt das Problem, sie verdient dennoch weniger als ihr männlicher Kollege. Und das soll die Ministerin erst einmal den vielen gut ausgebildeten und motivierten jungen Frauen erklären. Augen zu und durch ist einfach zu wenig. Und um den Dornröschenschlaf, in dem Sie sich offenbar befinden, noch ein wenig mehr zu stören, hier ein paar Zahlen. In Baukonstruktionsberufen verdienen Frauen rund 30% weniger als Männer. Physikerinnen erhalten 24% weniger und Grafikerinnen in der Regel 33%. Die Lohnlücke in der Gebäudereinigung liegt bei 26%. Und selbst im Callcenter ist eine weibliche Beratung 22% günstiger. Zudem bekommen Frauen weniger Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld und Gewinnbeteiligung und sie werden seltener befördert als Männer. Und diese traurige Realität gilt es endlich zu ändern. Und wenn diese Aufzählung noch immer nicht reicht, hätte ich noch folgende Zahlen. Frauen mit Hochschuldiplom verdienen durchschnittlich 3.534 Euro, Männer hingegen 4.590 Euro. Das ist eine unvorstellbare Differenz von satten 1.056 Euro. Und je älter die Akademikerin ist, desto größer ist der Gehaltsunterschied. Und sollten diese Zahlen den Regierungsfraktionen bislang nicht geläufig sein, kann ich zur Horizonterweiterung diese gerne zur Verfügung stellen. Mittlerweile müsste also klar sein, dass freiwillige Regelungen zu nichts geführt haben. Die Strategie ist gescheitert. Denn die alten Strukturen sind beharrlich. Notwendig ist eine faire Bewertung von Arbeitsanforderungen und Tätigkeiten, und zwar unabhängig davon, ob es sich dabei um typische Frauen- oder Männerberufe handelt. Wir brauchen endlich gesetzliche Regelungen. Ein Antrag
Ein Antrag und der Gesetzentwurf liegen jetzt vor. Ich freue mich jetzt auf die weitere Beratung in den Ausschüssen und bei einer Anhörung. Und natürlich werde ich dann auch ein paar Fragen an die SPD haben. Wie soll beispielsweise die kursorische Prüfung aussehen? Und können damit wirklich ausreichend Verdachtsmomente aufgedeckt werden? Warum sollen die Prüfung der Tarifverträge nicht mehr im Mittelpunkt stehen? Und sind die sogenannten sachverständigen Personen wirklich überall notwendig? Kurzum, wir werden eine interessante Diskussion haben. Und ganz wichtig, wir werden endlich wirklich inhaltlich über Konzepte diskutieren können. Und mit Blick auf die Regierungsfraktion möchte ich diese Diskussion heute mit einem Satz Goethes beschließen. Ich zitiere, es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden. Es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun. Liefern Sie also nicht nur Lippenbekenntnisse, beschäftigen Sie sich endlich ernsthaft mit der Entgeltdiskriminierung und vor allem mit Lösungen. Vorschläge, wie das gehen kann, liegen ja auf dem Tisch. Damit die Arbeit von Frauen nicht länger zum Schnäppchenpreis zu haben ist, es muss Schluss sein mit dem Dauerrabatt von 23%. Vielen Dank.